12.000 Liter Pumpe drunter, 12.000 Liter Cutter dabei, Section kontrollfähig, Isobus gesteuert komplett und von daher ein sehr gut ausgestattetes Fass für die heutige Landwirtschaft. Das Fass ist jetzt gute 1,5 Jahre alt. 12.000 Liter Pumpe drunter, 12.000 Liter Cutter dabei. Section kontrollfähig, Isobus gesteuert komplett, eigene Bordhydraulik. Das Fass ist ausgestattet mit einer Abschaltautomatik. Das heißt, wenn das Fass voll ist und die Zapfwelle trotzdem weiter noch läuft, dreht die Pumpe und dann geht das Fass automatisch in den Rührmodus rein. Dadurch gelangt die Gülle vorne von der Pumpe über das Rohrleitungssystem nach hinten ins Fass und wird dann da hinten wieder reingespült und daraufhin rührt sich das Fass dann von alleine auf, damit es keine festen Bestandteile auf dem Boden dann bleiben und dass das Fass immer restlos leer wird. Wir stecken den Isobus-Stecker ein, der Trecker kommuniziert mit dem Fass und daraufhin können wir dann den Fan-Terminal für die ganze Bedienung vom Fass nutzen, für Section-Control nutzen, das Lenksystem läuft darüber und dann können wir jede Taste einzeln belegen auf dem Fan-Schlepper und darüber dann auch das Fass steuern.